und versteckt. In der Hoffnung, dass es funktioniert. In der Hoffnung, genau. Der erste Test. Wow, es funktioniert wirklich. Ernsthaft? Direkt auf Anhieb? Ja, direkt auf Anhieb. Na, hat zwar 5 Jahre gedauert, aber es funktioniert. Doch immerhin, besser als nichts. Jetzt muss man es nur wieder Oh mein Gott, da war das Teil so zum Befüllen. Ist jetzt ernsthaft eine Sanduhr in Minecraft gebaut? Ja. Will ich schon mal angucken, da bin ich mal gespannt, wie sowas aussieht. Also was heißt eine Sanduhr einfach? Ich glaube, das Teil, was ich da gebaut habe, ist sogar ziemlich überflüssig. Oder meinst du einfach nur eine Zeitschaltuhr? Ah, ich weiß nicht, was es ist. Es ist im Prinzip dieses Teil, was immer wieder durchläuft. Ja. Ich glaube, ich baue es gerade mal aus, weil es ziemlich überflüssig jetzt ist. Jetzt hast du die ganze Zeit dran gearbeitet und dann, ach, das ist überflüssig, braucht man nicht mehr. Weg damit. Belastet den Server, nein. Ja, das klar. Nee, meinem Server geht's hoffentlich gut, oder? Apropos, wenn du gerade so fragst. Oh, nee, der lebt, dem geht's gut. Mit zwei Leuten ist er noch nicht überfordert. Vielleicht mache ich dann mal beim Let's Byte Folge 50 oder so ein Special, wo alle einfach mal raufkommen können und wild bauen dürfen. Irgendwie 4 Stunden oder so lang. Lass ich den offen und dann am Ende mache ich so ein kleines Let's Show. Guck mal, das haben meine ganzen Abonnenten gebaut. Ja. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Was meinst du? Ist eine gute Idee, finde ich. Na denn. Oh mein Gott, ein begrünter Berg. Ein bisschen sehr grün, oder? Ja, leicht übertrieben. Das ist halt alles alt, okay? Es wächst. So, es war extra viele Bäume, damit man es nicht ganz so sieht. Aber ich glaube, Lianen passen da nicht zu, oder? Nee, passt. Passen überhaupt nicht. Diese Umgebung, ich weiß nicht, sieht einfach viel zu freundlich, viel zu glücklich aus. Wenn da jetzt Lianen kommen, die zerstören alles. Ja. So. Ist deine Schatzkammer unten fertig? Ja. Will ich mal angucken. Du darfst gerne gucken, komm. Ich muss nur noch ein paar Beleuchtungselemente verändern. Ja, ich finde nur Fackeln auf Dauer langweilig. Nimmst du Glowstone, Redstone-Lampen? Ja, aber so versteckte Lightspots halt eher. Ah, okay. So. Dann kann... Nee, die Fackel muss da trotzdem hin. Egal, der Plan ist so. Was hab ich denn getan? Tja, das wüsstest du wohl gerne. Wieso, wenn ich einen Redstone-Schalter mache, wieso geht der Block dann hoch und runter? Weil du irgendwo in der Nähe noch... Ich bin da jetzt mega hypnotisiert, ey. Jetzt stehe ich hier und den ganzen Block hoch und runter. Ich finde das geil jetzt. Ich glaube, ich baue mir das im LP. Einfach nur so, wo ich hin und her laufen kann und... Schalter, nicht Schalter, hoch, runter, Schalter, hoch, runter, Schalter, und dann die ganze Zeit da am Hin und Her. Genau. Boah, das sieht um einiges geiler so aus. Diese versteckten Lightspots. Ui, das ist aber hübsch. Ich gucke jetzt natürlich mit Absicht. Aber jetzt gemacht. Oh. Ich schaff das. Schade doch nicht. Interessant. Hast du die Truhen schon befüllt? Nee, ne? Doch, einige. Doch, alle, bis auf die hier, weil ich noch nicht wusste, was da rein soll. Ah, okay. Hübsch. Oh ja, jetzt habe ich noch eine Idee, was da reinkommt. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Wenn man reinkommt, im ersten Moment sieht man das ja gar nicht, dass da die ganzen Sachen sind. Ist schön. So, ich gehe jetzt weiter hier mit dem Block rumspielen. Hui. Das muss ich mir gleich auch noch angucken. Boah, wo sind hier diese Äpfel und so? Ich finde die nicht. Ich bin zu blöd dafür. Die sind bei Nahrung. Nahrung? Unten links. Ah, da. Ja. Fährt einiges. So, ich würde sagen, die Außendeko ist dann vollendet. Bei dem immergrünen Berg. Ach ja, ich muss da noch die Widmung vorne anbringen. Oh Gott, ich brauche noch ein Schild. Wo habe ich ein Schild da gehabt? Waren die hier? Nee, waren die hier? Nee, warum nicht? Toll. War nicht bei Dekoration? Natürlich waren sie da. Naja. Eine Widmung. Was soll ich denn da jetzt ranschreiben? Ich schreibe da jetzt einfach mal ran. Okay, ich schreibe jetzt einfach ran. Idee von... Idee schreibt man IDEE, ne? Ja. So schreibe ich das mit Doppel-Leben, ihr bescheuert. So, Idee von... So, wie heißt der jetzt? T-E-A-M... Z-O-C-K-E-R... L-P, so, das müsste da eigentlich sein. Ich hoffe, dass ich mich nicht verschrieben habe. Das wäre jetzt irgendwie peinlich. Ja. Hast du doch auch schon mal bei deiner komischen Galerie gemacht, oder? Ach ja, ja. Pff. Nee, das war gewollt. Das war gewollt, dass ich mich da verschreibe. Ja. Du könntest aber auch Idea of und dann Team Zocker LP machen, dann wär's Englisch. Das ist ein deutscher Server, der bleibt deutsch. So. Ja. Gegeben.
Was meinst du, von außen noch irgendwo so einen Geheimgang reinbauen? Nee, ich meine lieber nicht, oder? Sonst kommt man ja doch noch rein. Muss man sich ja nicht mit meinen Fallen auseinandersetzen. Und ich will, dass die Leute leiden, also selber schuld. Ui, und ist eine Höhle. Hä, was war denn da gerade? Ach, das war Dingens. Was zum Teufel? Mensch, jetzt haben wir direkt unter unserer... Unter unserem Tempel haben wir eine Höhle, die bis zum Meer hin nach hinten raus führt. Auch nicht schlecht. Ist doch cool. Kommst du raus? Ach, da, du zoomst gerade durch die Höhle. Ja. Hier haben wir schon wieder ein Schaf Island. Schafs Island. Mit dem schwarzen Schaf. Genau. Pass auf, bei einer Sache musst du mir jetzt noch helfen. Die da wäre. Eine Sache bauen wir noch, oder? Haben wir noch Zeit? Wie viel nehmen wir denn auf? Eine Stunde fünf. Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben eine ganze Stunde Zeit. Pass auf. Wir basteln uns jetzt was Hübsches. Und zwar basteln wir hier mitten im Meer eine kleine Insel. Ach du meine Güte. Ja, warte, ich zieh von unten die Erde hoch. Jo. Und dann basteln wir uns da jetzt eine Insel draus. Mach das mal. Du baust die von oben, ich baue sie von unten, also das Fundament. Dafür brauche ich ja diesen Naturstein, genau. Willst du eine Insel aus Dirt haben oder aus Sand oder? Aus Dirt und Sand. Mach einfach in der Mitte eben so Dirt und also in der Mitte Gras und außenrum dann den Sand entsprechend so als Strand. Soll jetzt so eine richtig kleine tropische Insel werden. Das muss ich jetzt machen. Die Idee ist mir gerade zufällig gekommen. Aber das muss ich jetzt bauen. Das geht nicht anders. Du musst auch gucken, wo der Stein ist, ne, den ich jetzt hier verlege. Ja, ich merke schon. Ist vielleicht besser, wenn du dich da ein bisschen orientieren kannst. Mensch. Orientierung sollte nicht so das Problem sein. Na, man weiß ja nie, ne? Ja, wie Till Schweiger schon sagt, den Schutzengel. Ich war Pfadfinder. Ach so, okay. Auch gut. Ich war Pfadfinder. Ich war Pfadfinder, auch schön. Pass auf, ich war Pfadfinder, was warst du? Boah, geil, du warst Pfadfinder. Sieht das aus wie eine Insel? Bäcker. Genau. Sieht das aus wie eine Insel? Ja, kann man gelten lassen. Also, von der Seite schon, von der anderen Seite, naja. Ja, sieh ein bisschen, ich zieh mal lieber nur ein bisschen nach hier raus einfach. Ja, wäre glaube ich besser. Aber die Musik finde ich gerade ein bisschen blöd hier, weil. Ach, das ist sogar Spore, schade. Oh, Spore ist so ein richtiges Traum-LP geworden. Ich finde es schade, dass das ja schon nach 30 Folgen oder so ist die Staffel ja schon vorbei, leider, weil das Spiel wirklich schnell um ist. Oha. Ja, ich kenn's nicht, von daher kann ich es nicht beurteilen. Machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Das Spiel muss mal ein bisschen die Folgen gucken. Wirklich schön das Spiel, aber es ist eben so, die ganzen Phasen hast du, glaube ich, auch schon wirklich nach 20 Folgen durch. Weil beim Aufnehmen hänge ich gerade in der Zivilisationsphase. Auch sehr interessant. Und das ist die vorletzte Phase und da bin ich jetzt gerade mal so bei Folge 30 ungefähr angekommen. Ich glaube, Folge 45 höchstens, dann ist das LP leider schon vorbei. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon anderes LP. Aber Sims läuft ja jetzt auch schon aus. Sims habe ich auch schon komplett aufgenommen bis zum Ende. Ihr bekommt nur noch die Folgen, dann war's das. Okay. Sieht das jetzt aus wie eine Insel? Ja, kommt hin, ne? Nee, kein Tropenbaum, kein Tropenbaum. Da basteln wir gleich was. So. Okay. Kann man jetzt als Insel gelten lassen, ne? Ja. Gut. Ne, mach mal nicht. Mach mal außenrum nur so ein bisschen Strand und in der Mitte dafür viel, viel, viel mehr Dirt. Das soll auf der. Viel, viel, viel mehr Dirt. Ja, ich sag's mal so, auf die Insel kommen eine Menge Schafe. Oh mein Gott, die armen Schafe. Nix, die armen Schafe, die haben's verdient. Hast du einen Hass gegen Schafe? Schafe sind unsere Zukunft. Ich hab keinen Hass auf Schafe, ich stehe auf Schafe. Was glaubst du, warum ich die Insel baue? Wirst schon sehen, was daraus noch wird. So, dann fehlt hier noch ein bisschen für die natürlichen Rundungen an Sand und dann. Also ich persönlich finde, das sieht halbwegs aus wie eine Insel. Nee, mal ein bisschen größer. Zieh mal den Sand am besten so hin, dass man nur noch einen einzigen Stein sieht. Und dann den Dirt auch ein bisschen vergrößern. So, ich hole mir in der Zeit schon mal. Was haben wir denn? Ich brauche das hier und ich brauche. Gott, ist das eine Trauermusik? Es wäre gestorben oder was? Vergiss es. Ja, Dirk Bach ist gestorben. Könnte man ja mal lassen. Och nein. Nee, ich habe schon heute im LP über ihn geredet oder zwangsweise, weil jemand das Thema gestellt hatte. Ich hatte ja gestern gefragt, bevor ich eine Minecraft-Aufnahme gestartet habe, über was soll ich denn reden. Kam das Thema Dirk Bach, dachte ich so, ui, eigentlich weniger. Ja. Fand ich nicht so schön, das Thema, aber naja. Hast du inzwischen eigentlich mal Twitter? Nee, hab ich mir festgelegt, werde ich erst einführen, wenn ich 1000 Abonnenten erreicht habe, also die Zahl, dann finde ich, lohnt sich das schon eher mit Twitter. Und dann werde ich das auch machen. Mit Twitter, so. Boah. Also ich finde, Twitter ist auch eine gute Informationsquelle, um
direkt an Informationen zu kommen. Ja. Gerade über Minecraft. Ja, na klar, diese Entwickler, die posten, also da, ich war, sag mal so, ganz Mojang ist da ja ganz stolz vertreten und postet alles, was nicht hinter und nagelfest ist, ne? Ja, davon manchmal daher auch leicht voreilig dann. Ja. Wir importieren in Minecraft, wir importieren jetzt ganz neu in Minecraft, ne, pass auf, ganz neu, im neuen Update bekommt jeder erstmal 64 Diamanten als Geschenk. 2 Wochen später, ja, schade, müssen wir ablehnen. Ja, super. Also das, die Insel sieht ja irgendwie leicht aus wie so ein verkrüppeltes Herz. Von hier aus. Meinst von du? Meiner Sicht aus, ja. Ja, stimmt, so ein bisschen. Oh, die Herzcheninsel, auch süß. Nee. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich weiß nicht. Du meinst du, wir sollen... Nee. Ja, das auch, aber ich meine, sollten wir um die Insel rum noch irgendwie so eine Absperrung basteln, so quasi Zäune, damit die ganzen Schafe, die dann hier irgendwie rumschwimmen, nicht abhauen können? Weil mit der Zeit schwimmen die dann immer weiter weg, ne? Dann könnte man ja im Prinzip so im Wasser sozusagen einen Zaun oder was jetzt. Ja, so kurz über dem... Ja, im Wasser, das stimmt schon. Ja, könnte man. Können wir ja machen. Wir können dann so außenrum so Leuchtdinger machen. Wir können dann ja so, wie heißen die Dinger denn, die auf dem Meer schwimmen? Diese Dinger. Pylon? Nee, nicht Pylon, sondern Bojen. Genau, so. Bojen, genau. Wir können ja so kleine Bojen machen und zwischen die Bojen hauen wir Zäune hin. Als Absperrung hat sich das. Wo sind denn Lightstones? Da, nicht da. So, setze ich doch mal einfach eine Boje hier hin. Hui. Zack, 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 zack. Na. Zack, 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 zack. Zack. So. Oder ein Zaun aus Eisenstäben. Nee, ich glaube Holz. Auch. Ja, aber ich glaube Holz passt besser zu tropisch und so. Da passt Holz, glaube ich, schon ein bisschen besser. Ja, okay, stimmt auch. Auf die Boje oder so davor. Warte, guckst du dann so. Aber ich glaube, da kommt die Schafe drüber. Nee, nicht davor, weil das sieht auch ein bisschen blöd aus. Dann schon eher oben drauf. Scheiße, was habe ich gebaut? Hä? Ja, nee, schon gut. Passt schon. Ich bin leicht verwirrt und denke mir so, was macht der jetzt? Oh, ich hoffe, das passt jetzt auch. Ansonsten musst du ein bisschen... Weiß ja, nicht, was... Ich muss hier schon leicht rumziehen, aber passt schon. Kriegst du hin, ne? Ja, sollte machbar sein. Na, dann ist ja alles gut. Ich habe ja keine 2 linken Hände. Schön. So. Ich höre Hühnchen. Wieso höre ich Hühnchen? Wo zum Teufel sind hier Hühnchen? Wollt ihr mich ärgern oder was? Ja, ich habe sie hinter dir gespawnt. Glaube ich dir gleich, ey. Glaube ich sogar noch. Hier setze ich einfach nochmal eine Boje hier hin. So, und dann... So, haben wir das jetzt... Nein. So. Haben wir 4 Bojen, ist eigentlich ganz gut so. Naja, kann man mitleben. So, dann let's mach Schafe. Wie viele Farben brauche ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück? Oh Gott. Du hast 16 Stück Farben, oder was? Nee, 16 Schafe. Ja, du kannst im Creative Mode halt ein Spawner-Egg trotzdem nur nutzen, ja, ist dir schon klar. Ernsthaft? Ja. Du verbrauchst das Material nicht. Ach so meinst du das? Ja, klar, das ist mir klar. Ich dachte jetzt schon. Gott, oh Gott, okay. Was war das 16 genau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So scharf ist jetzt hier bleiben. Jetzt brauche ich Färbemittel. Wo haben wir sie? Oh mein Gott, wird das die LSD-Scharf-Herzcheninsel? Richtig, das wird die LSD-Scharfsinsel. Ich liebe es. Seit dieser Map von Erika, den Namen kenne ich sogar noch, ist ein Traum. Ist jetzt mein Markenzeichen. LSD-Schafe gehören zu mir. So. Ich habe mir das jetzt angeeignet. Ich find's einfach nur klasse. Ja, ich habe die Folge gesehen, wo du darüber mit Mr. Sommer, glaube ich, sogar gelabert hast. Ja, genau. Da haben wir gerade drüber geredet, wegen dem bunten Dingens, was ich da hatte. Genau. War schon ziemlich lustig. Ich glaube, ich habe die Folge danach sogar gefunden, wo du bei den LSD-Schafen warst. War ziemlich genial. Eben, also ich fand's auch richtiger Traum. Es war einfach nur, ich weiß nicht, 1000 bunte Schafe auf einem Fleck, du stehst da und denkst so, ach du Scheiße, in welchem Kaff bin ich jetzt gelandet? Also es war wirklich ein Traum. So, was habe ich? Hellblau, okay, dann ist alles bis auf Hellblau weg.
So. Mein Gott, ich baue viel zu weit aus. Pink und Orange. Nur noch zwei Farben. War's, ehrlich? Bleibt das weiß? Hä, gar nicht. Fehlen aber noch einige Farben, ne? Ja. Wie viele Farben gibt es eigentlich hier in Minecraft? Ich habe nie mitgezählt. Also eigentlich 16, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Achso, hier war da 12. Und danach 12. Hä, verstehe ich nicht, warte mal. Pink haben wir, Pink. Ja, hatten wir gerade. Dir fehlt Rot und... Ja, okay, jetzt hast du Rot, jetzt... Ja. Was für Farben gibt's noch? Hast du Grau schon? Ja. Oh mein Gott. Das große Minecraft-Wissen. Irgendwas fehlt noch. Eins muss auf jeden Fall weiß bleiben, aber ansonsten... Womit kann man denn alles färben? Oh Gott, ey. Konnte man nicht Schafe auch braun färben mit Kokonut? Hier. Genau, Kakao? Genau, stimmt. Warte. Okay, mach so. Du. Und was war noch? Also mit Kakao konnte man noch färben. Ich glaube, das war's dann, ne? Irgendwelchen Samen oder sowas konnte man ja nicht mehr färben. Genau, es gibt die Unterscheidung zwischen hell- und dunkelgrauen. Och. Ja. Grauer Farbstoff und hellgrauer Farbstoff. Habe ich beides genommen. Zwei Farben fehlen mir. Welche fehlen mir denn? Wo hast du bitte den dunkelgrauen benutzt? Dann hier. Fehlt dir schwarz. Hier. Dann fehlt dir schwarz. Richtig. Wie mache ich schwarz? Mit diesen Tintensäcken hier. Ah, genau. Ja, dann färbt mal schnell noch ein Schaf schwarz. So, pass mal auf. Ich gehe jetzt die Wollfarben durch und du sagst mir, ob wir das Schaf haben, ja? Okay. So, ja. Weiß? Ja. Orange? Ja. Magenta? Also helles Lila? Helles Lila. Ansichtssache, ja, würde ich sagen, hier. Okay, hellblau? Ja. Gelb? Ja. Hellgrün? Hellgrün, ja. Pink? Pink, ja. Graue Wolle? Ja. Hellgrau? Oh mein Gott, welches davon ist hellgrau? Aber ich schätze schon. Okay, türkis? Dann fehlt uns entweder hellblau oder... Nee. Dunkelblau fehlt uns dann, oder? Uns fehlt dunkelgrün. Kaktus! Das war mit dem Kaktuszeug. Ich weset. Wo haben wir es denn? Wie ein kleines Kind. Machen wir mal diesen komischen Kaktus. Da haben wir ihn. Mir fehlt das Kaktuszeug. Schnell, ein weißes Schaf. Peng. So, jetzt dürfen wir nur noch ein weißes Schaf haben, richtig? Ja. Perfekt. Aber gefühlt haben wir zwei pinke. Nee. Passt schon alles. Hammer. Nee, das ist dunkler als das. Ja, ich merk schon. Aber irgendwie muss es da noch ein dunkelblaues Schaf geben. Das ist das hier. Mit Lapis Lazuli ist das hier. Ja, okay. So, ich bin dafür, dass wir nur eine Kiste drauf verstecken auf der Insel. Was soll man in die Kiste denn alles reinpacken? Irgendwas Cooles. Also Diamanten und so sind schon voll ja, viel. Ja, Diamanten, ich würde sagen, wir verpacken auf jeden Fall... Farbstoffe rein. Ich hole mir mal jetzt alle Farbstoffe, die wir haben. So, pass auf. Ich packe alle Farbstoffe rein und du kannst dann noch ein paar kleine Kleinigkeiten, Gimmicks irgendwie reinlegen, ne? Oh ja. So. Oh, das ist cool. Das. Das brauche ich noch, das brauche ich noch. Das kommt da noch rein, das kommt da noch rein, das kommt da noch rein. Dit kommt da noch rein, dit kommt da noch rein und dit kommt da noch rein. So, dann zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack und zack. War das alles? Jo, ab, aus. Och nee, jetzt glitscht die Kiste auch noch. Nee, das bin ich, weil ich noch dran war. Oh, ach so, ich wollte schon sagen. So, dann bekommen die Leute noch zwei weitere tolle Sachen. Na, dann ist ja gut. So, ich finde die Insel einfach nur geil. Hey, ein Schaf ist abgehauen. Wieso ist es abgehauen? Oh mein Gott. Gehst du wohl zurück? Geh zurück. Wie bist denn du jetzt abgehauen? Oh nein, ich hab's getötet. Verdammt. Das war pink. Nein, das war magenta. Oh mein Gott. Spawn du mal ein neues Schaf und ich suche mir mal den Farbstoff raus. Pink, violett, rosarot. Dann zieh am besten unten beim Zaun auch nochmal eine Reihe lang. Jo. Da hast du dein Schaf. Zoom. Wo denn? Ein weißes da, okay. So, jetzt haben wir auch wieder neues Magenta.
Such's dir selbst. Hab's gefunden. Oh nein, Schaf nicht abhauen. Ich glaube, sind 100 pro da irgendwie einmal getaucht und weg waren sie. Das Schaf ist auch geil, da steht mitten auf der Boje. Hier ist schon wieder eins abgehauen, was geht ab, ey? Ne, ernsthaft? Ja. Ey, jetzt muss ich schon wieder töten, oder was, ey? Nein, warte, geh rein. Nein, geh rein, schnell, komm hierher. Das will wieder abhauen. Nein. Gehst du rein? Och, scheiße, es ist tot. Ich komme, welche Farbe war denn das? Dann spawn ich die gleich nach. Das war türkis, okay. So, ich helfe dir jetzt erstmal mit hier beim... drunter Zäune basteln, das geht ja gar nicht. Die ganzen Schafe hier alle verpissen, ey. Das ist ja unmöglich. Haust du wohl ab, du blödes Gelbes. Haust du wohl ab, du Kakaofarbenes. Ich krieg hier gleich einen Rappel mit euch. Die LSD-Schafsinsel. Ja. Hoffen was. Nicht, dass die mal auf einmal durch die ganze Welt oder so laufen, ey. Alcatraz 2.0. Für die Schafe, genau. Schön, Alcatraz 2.0. Schafkatras, bitte schön dann. Schafkatras. Eigentlich wäre ein geiler Folgentitel. Vielleicht nehme ich den. Ja, muss mal schauen, ob ich die Stelle finde, wenn ich die Folgen benenne. Oh mein Gott. So, auf der Seite probiert gerade keins auszubrechen. Gut. Was war das jetzt? Hellblau muss ich nachspawnen. Blöden Drecksviecher. So, erschaffe Schaf und zwar Türkis. Wo habe ich denn jetzt schon wieder Farbe? Türkis. Türkisfarbener Farbstoff. So. Oh, was geht hier schon ab? Unterwasserströmung. So, Türkis haben wir auch wieder. Ich kann flüchten. Hahaha. Ja. Cheater-Mode. So, aber jetzt sollten die eigentlich alle ziemlich... Willst du mich ärgern? Ja. Jetzt ist das Kakaofarbene Schaf abgehauen. Hä, wie ist denn das bitte rausgekommen? Ich habe da doch schon Zweier durch. Entweder kommen die unten durch oder oben durch. Nee, ich glaube, die glitschen. Scheiß Server. Kakaofarben machen oder was? Es geht ja gar nicht. Bleibt ihr jetzt hier? Du, ich glaube, wir machen nur eine dritte Lage rum, ne? Ja, wir machen gleich einfach ein Fundament unten drunter. Ja, genau. So, Fundament und dann bei den Bojen können wir das ja noch nach unten abstützen, dann hat sich das. Ach, Gott sei Dank. So, was war das jetzt? Kakao. Oh, diese blöden Schafsviecher. Könnt ihr nicht auf eurer Drecksinsel sein? Ihr habt ja sogar was zu fressen. Geht zurück, ey, ihr blöden Viecher. Ey. Ist ja wohl nicht wahr, ihr. Drecksdinger, ey, ganz ehrlich. Mistviecher hier. Ja, immer mit der Ruhe. Nee, nicht mehr bei den Dingern hier. Jetzt ab, zurück auf die Insel, zurück. Gehst du auf die Insel. So, oh mein Gott, wer die hauen hier hinten auch noch ab. Warum ist hier eine Strömung? Ich hoffe nicht. Wie lange nehmen wir jetzt schon eigentlich auf? Eine Stunde 23. Ah, okay. Bla, 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 bla. Ein Fundament aus Stein oder Sandstein? Oder aus normalem Stein, denke ich. In einer Tiefe von 2. Sag mal, bist du auch ein bisschen krank? Ja. Mensch, willkommen im Club. Leicht. Willkommen im Club, mir geht's ja noch. Ich habe mir jetzt extra vor der Aufnahme erstmal ein paar Hustensaft runtergewürgt und Nasenspray reingehauen, damit auch ja nichts passiert. Ja, bei mir merkt man's ja eigentlich kaum, hoffe ich. Nee, nicht wirklich. Ich jedenfalls nicht. Wir sagen einfach, du klingst immer so. Ja, tue ich eigentlich auch. Ach, na dann ist ja alles gut. Weil ich halt irgendwie das Talent zu einer Dauererkältung habe. Also ein Talent muss man erstmal kriegen, aber ist ja eine hohe Leistung. Ja, wir kommen halt nur auserwählte Personen. Genau. Schön. Bam bam. So. Bam bam. Bam 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 bam. Soll ich das hier wegmachen? Was weg? Das da. Zur Insel. Keine Ahnung. Kannst du machen. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich so direkt eine Grundbasis unters Wasser, aber... Ach, du meinst unter das Komplette? Ja, aber ist ja auch egal. Nee, ich dachte jetzt nur unter den Zaun, weißt du, direkt unter den Zaun die Blöcke. Stimmt, das wäre schlauer. Ja, ist halt schon ein bisschen später am Abend, da kann man nicht mehr so klar denken. Wir haben es gerade mal kurz vor 11, das ist noch nicht spät. Ja, es ist Ansichtssache, wie spät ist das? Das kommt ja drauf an, wann man aufsteht.
Ah, morgen ist Tag der Deutschen Einheit, dann war alle frei, also. Ja. Jetzt erzähl mir nichts von spät aufstehen, du. Ich hab's geschafft, alleine für euch, nur fürs Aufnehmen, musste ich mich zwingen, irgendwie um 10 anzufangen aufzunehmen. Morgens bis 5 saß ich dann im Rechner, also Ruhe. Ach du Kacke. Ja, das waren noch mehrere Spiele, die ich da aufnehmen musste. Überleg mal, wenn du dich da so nach der ersten Aufnahme geht's noch und zweite, dritte, quälst du dich, naja, du quälst dich nicht durch, du presst dich da mehr oder weniger durch und probierst noch ein bisschen auf gute Laune zu machen, aber klappt halt nicht immer. Das war zum Beispiel bei der ersten Let's Byte-Folge so, wo ich, da hab ich noch alleine gespielt, wo ich angefangen habe, den Eispalast, das Fundament dafür zu bauen. Oh mein Gott, was eine Arbeit. Das war um 2 Uhr morgens, ja, mach das mal um 2 Uhr morgens. Das sind eigentlich so Arbeiten, wo du anfangen musst, über irgendwelche Themen zu quatschen, damit die Leute sich denken, ja, kannst ja noch zuhören, lohnt sich ja noch zu gucken. Aber Problem ist, du hast da keine Themen, dann sitzt du da und, ja, scheiße. Das ist dann sehr kompliziert, so. Steht jetzt jeder Zaun auf irgendeinem bescheuerten Fundament, ich hoffe es. Und ich hoffe es auch. Soweit, so gut. Ja doch, ich glaube schon, ne? Ich glaube, ne, hier schweben ein paar Zäune. Zack, 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 zack. So, hat sich auch erledigt. Schweben denn noch irgendwo ein paar Zäunchen? Nö, ich sehe keine. Nö, ich auch nicht, gut. Ho, LSD-Schafe! Ihr seid gefangen. Ich find's schön. Ja. Da sind Schilder. Gibst du der Insel auch einen Namen jetzt, oder? Nee, ich glaube, ich lasse das. Ich lasse das so, damit man das selber erkennt. Ich glaube, das erkennt man schon. Ich frage mich, bin ja gespannt, wie die dann da rankommen, ne? Ich meine, die müssen ja erstmal unterm Zaun alles durchtauchen dann, um zu der LSD-Schafsinsel zu kommen. Zu dem Paradies. Schafkatras. Genau, Schafkatras. Schön. Was habe ich denn da eigentlich mit dem Herr Sommer nochmal gemacht? Mit dem Kreis? Ach ja, genau, das war die Treppe nach oben, die er gebastelt hat. Stimmt. Oh mein Gott, da muss man mal durchlaufen. Möchtest du? Ja. Kannst du gerne tun. Sowas möchte ich mir mal antun. Kannst du gerne tun. Wir sind ja jetzt mittlerweile fertig hier mit dem Bauen, glaube ich, so ziemlich. Gucken, was gleich noch kommt. Was hat er jetzt eigentlich da unten hingeschrieben? Für deine Kreativität. Ach, das habe ich ja hingeschrieben. Oh Gott. Ja, man merkt's. Mitten durchs Bunte. Ich habe ihm extra befohlen, du musst hier alles bunt machen. Das sieht einfach am geilsten aus. Er hat's getan und ich liebe es. Also ich find's ja geil. Als Erinnerung an die LSD-Schafe. Genau, das muss. Die sind verewigt hier, überall. Überall hier verewigt, das ist doch ein Traum. Oh mein Gott, ich habe exklusive Einblicke. Naja, ich glaube, wenn diese Folge gesendet wird, wo wir hier rumgucken, ist das nicht mehr exklusiv, dann wissen's ja alle. Ja, aber jetzt für den Moment ist es für mich noch exklusiv. Naja, jetzt. Na stimmt, in der nächsten Folge bastel ich das dann ja erst zu Ende. Hast du recht? Ach, egal. Ist ja nichts Besonderes hier. Ja, nö. Ist eher das Interessantere, worüber ich mich dann mit dem Herr Sommer da unterhalte. Ja, das mache ich auch gern bei LPs. Ich gucke mir weniger an, was die Leute bauen, sondern mehr, was die labern. Genau. Deshalb ist es mir auch... Ja? Einfach so das LP nebenher laufen lassen, dabei selbst sogar Minecraft zocken jetzt, wenn Minecraft-LPs sind. Weil man fängt dann an, gucken und dann, boah, verdammt, jetzt habe ich auch wieder Lust auf Minecraft. Ja, genau, bei manchen Sachen ist es einfach so, zum Beispiel irgendwo, wo du Folgen hast, wo du einfach nur stupides irgendwie abbauen musst oder irgendwas abbauen musst, was willst du denn da machen, ne? Da kannst du nichts groß erzählen, da kannst du nichts sagen, da musst du eher was sagen, weil ich meine, Spiel-Action kannst du ja nicht wirklich bieten, deshalb musst du ja probieren, irgendwas zu erzählen, damit das halbwegs gut rüberkommt. Du, du, bam, badam, bam, 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 bam. Wo hab ich denn? Da sind Fackeln. Ich bin mal so gütig und schenke unseren Schäfchen noch eine Fackel. So. Sehr gütig. Ja, immer. So, was wollen wir noch bauen? Irgendeine Kleinigkeit wollte ich noch hier irgendwo hinsetzen. Hast du eine Idee? Ich habe keine Idee, da ich nicht... Also, ich bin nicht so der kreative Mensch, was Minecraft angeht. Ich baue mir dann immer so mein Blockhaus, mein Lager und dann... geht's. Kann man hier nicht noch irgendwo durch die Gegend so einen kleinen Fluss oder so einen Bachlauf aus dem Berg hinaus zum Wasser hin? Ja, aus dem Tempel, genau, das kann ich dann gleich machen. Ich geb aber jetzt dir eine Aufgabe, und zwar, wo waren das? Begeisterung? Ja, die Suche läuft. Genau, hier unten.
Bist du da? Ja. Ja. Du kannst mal hier, du schnappst dir jetzt ein paar Spinnennetze und dann baust du einfach mal hier die ganze Gegend, also die ganze Höhle,